Ja, hallo Leute, wir sind wieder bei X4 und das letzte Mal sind wir hier auf unserer neuen Station stehen geblieben. Und ja, wir haben im Prinzip eine Station, die eigentlich schon funktioniert. Wir haben bisher sogar schon ein paar Antimateriezellen produziert. Für die veredelten Metalle fehlt uns allerdings noch Erz. Doch auch das wird mit der Zeit natürlich kommen. Unser Schiff, das hier den Erzabbau für die Station regeln soll, ist auf jeden Fall schon auf dem Weg hierher. Und damit wird dann auch die Produktion der veredelten Metalle beginnen und natürlich auch gleichzeitig die Produktion dann der Antriebsteile. So, und ich will jetzt gerade hier nochmal kurz schauen. Hier 5.700, wie viel passen hier rein? Okay. Für Wasserstoff brauchen wir 9.600, da passen 1.600 rein. Das ist mir beides eigentlich ein bisschen zu knapp fast. Ich meine, ja, für den hier haben wir jetzt genug Wasserstoff hier für 8 Minuten Produktionszeit. Das ist jetzt natürlich nicht wirklich die Welt. Und für den hier, gut, da ist noch gar kein Erz da, also haben wir auch gar keine Bestände, die wir hier verbrauchen können, also auch null. Aber das ist mir fast eigentlich schon ein bisschen zu wenig. Ich würde mir ganz gerne mal anschauen, wie unser Lager aussieht. Ich glaube, hier habe ich einen tollen Überblick. Auch das ist mir eigentlich insgesamt ein bisschen zu knapp. Wir haben Antimateriezellen 1114 und veredelte Metalle 699. Lasst mich mal schauen, was unsere Übersicht sagt. Die Übersicht sagt 320 und 384. Ja, ich glaube, ich würde ganz gerne die Lager tatsächlich noch ein bisschen erweitern. Und ich würde sagen, das tun wir am besten auch gleich mal, damit das erledigt ist. Wir haben hier unser Feststofflager. Das werde ich mal kopieren. So. Flüssigkeit werde ich auch mal kopieren. Machen wir hier hin. Und die S-Container, die werde ich auch mal. Da hätte ich ganz gerne kopiere Sek. Nein, das wollte ich nicht. Entfernen. Kann ich hier eigentlich mehr als eine auf einmal markieren? Das wäre doch eigentlich ganz hilfreich. Komm schon, so. Das geht nicht. Kopieren wir das hier noch mal. So. Und ich würde ganz gerne tatsächlich auch diese hier noch mal erweitern. Wie machen wir das am besten? Kann ich ist schon gebaut. Moment, machen wir das anders. Komm, das hier verschieben wir noch mal und
Das hier verschieben wir nochmal. Das nehmen wir dahin und das nehmen wir dahin. So. So hätte ich das gerne. Und dann machen wir hier nochmal so ein Teil hin und so ein Teil. Und dann nehmen wir nochmal eins hier und nochmal eins hier. So. Passt das? Jawohl. So, damit vergrößern wir im Prinzip alle unsere Lager und wir bauen hier tatsächlich nochmal zwei Antriebsteile-Produktionen. Schauen wir mal, wie sieht es mit den benötigten Materialien aus. Das sieht teuer aus, aber wir haben die Kohle. Also machen wir das so. Ja, ich weiß, ich produziere hier dann relativ viel im Vergleich zu dem, was wir ganz am Anfang gemacht haben, und zwar das Doppelte an Antriebsteilen, aber wir haben einen riesigen Bedarf nach Antriebsteilen und die stündliche Produktion, die wir momentan haben, reicht nicht mal aus, um was war jetzt? Irgendwas verpasst. Ja, die Produktion, die wir jetzt aktuell haben, ohne dass wir da weiter ausbauen, reicht gerade mal tatsächlich, um nur ein kleines Schiff zu bauen. Ich kann das ja mal zeigen, wenn wir hier schauen wir am besten mal. Ich nehme einfach mal das hier. Ja, wenn wir hier jetzt ein Größe M-Schiff, also sich Geier produzieren wollen. Ja, dann ich brauche noch einen Antrieb. Nehmen wir mal das hier. Ja, der braucht 5 Antriebsteile. Der hier braucht dann schon 22 Antriebsteile. Und der hier braucht dann schon 110 Antriebsteile. Und der hier braucht 130. Also ihr seht schon, das ist relativ viel. Und dann haben wir noch die Steuerdüsen. Die brauchen, glaube ich, auch Antriebsteile. Genau. Also wir können hier maximal M-Schiffe produzieren. Wenn wir jetzt hier im Gegensatz dazu mal auf die Schiffswerft schauen. Wenn ich hier ein L-Schiff herstellen will, also sich, nehmen wir mal Zerstörer. So. Gott. Das ist ja ein geniales Design. Der hat die ganzen Türme hier auf der Halbkugel. Hm, interessant. Das heißt, die können fast alle nach vorne feuern. Hm? Hm, nicht schlecht. Gut, das wollte ich aber nicht schauen. So, wenn wir hier ein ordentliches Triebwerk reinhauen. Er hat 339 Antriebsteile. Und das hier kostet 201 Antriebsteile. Ja, und bei XL sind wir dann tatsächlich sogar schon bei noch mehr. Ja, da haben wir hier 444 Antriebsteile. Beziehungsweise bei dem hier sind es 267 Antriebsteile. Ja, also man sieht schon, die Produktion, die wir jetzt aktuell momentan fahren können, die bringt uns im Prinzip in die Lage, hier zwei von diesen Schiffen hier mit Reisemark 1 Antrieb zu kaufen. Und das ist nicht wirklich viel. Ja, abgesehen davon, dass wir natürlich nicht nur eine Station, sondern nach Möglichkeit eigentlich drei Stationen hier versorgen wollen. Ja, die brauchen hier ja auch Antriebsteile. Wo sind wir hier? So, die kaufen hier auch Antriebsteile. Gut, ja, ein Antriebsteil kaufen die gerade. Aber das ist ja nicht die einzige Station, die wir von der Art haben. Ja, hier ist nochmal ein Ausrüstungsstock. Auch die kaufen Antriebsteile und zwar ganz ordentlich. Ja, und wir haben hier insgesamt noch drumherum weitere. Auch hier unten, ja, hier haben wir Ausrüstungsstock. Wir haben, hier haben wir einen Raumdock und eine Schiffswerft. Ja, also
selbst der Ausbau, den wir jetzt hier an der Station entsprechend vornehmen, der wird tatsächlich noch größer werden. Also ich werde es nicht bei den vier Modulen hier belassen. Das wird eine richtig, richtig große Geschichte und wir werden hier, ja, im Prinzip verteilt auf alle Systeme tatsächlich verkaufen, wenn meine Strategie so aufgeht. Und ja, damit werden wir natürlich hier ganz ordentlich Gewinn machen, hoffe ich mal. Ja, ich bin. Oh, unser Schiff wird eingelagert. Das schauen wir uns mal an. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt hatte. Schaffen wir es noch rechtzeitig? Ja, da ist es da unten. Und jetzt geht die Klappe zu, weil da kommt ein Transporter rein. Und der will hier auch abliefern. Warum das jetzt ausgerechnet hier auf. Er ist ja nicht mal auf meiner Landeplattform, die ich genutzt habe. Noch besser, okay. Interessant. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kommt dann. Ach, da kommt noch einer rein. Aber der landet auch nicht hier. Okay. Kommt hier vielleicht noch ein dritter? Ich sehe gerade keinen. Moment, wir können ja auf der Karte schauen. Ja, da kommt noch ein dritter. Und deshalb ist unsere verschwunden. Aber wir bauen ja hier im Prinzip auch noch ein zweites Dock. Das ist gerade hier im Bau. Ja, wir haben hier noch 1 Minute und 35 Sekunden. Dann ist das auch fertig. Dann hätten wir noch mehr Plätze für M-Schiffe, wie das hier. Oder wie die M-Schiffe, die hier gelandet sind. Und das ist doch ganz nett. So, so, wo sind wir stehen geblieben? Ja, ich will irgendwann mal schauen. Eigentlich würde ich ganz gerne hier in diesem Sektor irgendwann, bin noch nicht sicher wann. Ich meine, man sieht hier, ja, hier oben in der Anzeige, das hier ist ein neutraler Sektor, ja. Ich kann es ja mal im Vergleich zu dem hier zeigen. Ja, wenn wir hier in diesem Sektor sind, Gottesreich von Paranit ist hier und hier ist auch Gottesreich von Paranit, hier Teladi-Unternehmen und so weiter. Ja, und dieser Sektor und auch dieser Sektor hier, die beiden sind komplett, ja, neutral. Die können wir tatsächlich sogar auch übernehmen. Da. Moment, das könnte ich eigentlich gerade mal schauen, ob ich da theoretisch schon Zugriff drauf habe. Denn ich würde gerne in diesem Sektor, man sieht es hier, der hat relativ gute Verbindungen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat sogar noch eine Verbindung. Müsste ich mal schauen. Könnte aber sein, dass der noch eine Verbindung hier irgendwo hin hat. Oder hier hoch. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall müsste dieser Sektor hier ganz gut geeignet sein für das, was ich gerne vorher hätte, weil ich würde ganz gerne Drogen herstellen. Auch das wird eine unserer zukünftigen Stationen sein. Und wir können tatsächlich sogar diesen Sektor hier übernehmen, also so, dass der tatsächlich dann uns gehört. Was blinkt denn da so? Was will der mir damit sagen? Ah, Beförderung. Okay. Ja, um den Sektor zu übernehmen, brauchen wir ein Administrationszentrum. Und da würde ich eigentlich jetzt ganz gerne mal bei den Argonen vorbeischauen. Und schon mal schauen, ob wir das schon erwerben können. Oder ob wir dafür noch mehr Ruf brauchen. Argonen, weil wir da einfach momentan am höchsten Erweitere sind. System. Argon Prime. Also bietet sich das natürlich an. Schauen wir mal.
So. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Blaupausen. Module. Administrationszentrum könnten wir kaufen. Können wir kaufen und werden wir kaufen. Viel Glück da draußen. Dann haben wir es nämlich schon mal. Ehre, die haben hier natürlich jetzt an der Stelle aber keinerlei Produktion für irgendwelche illegalen Sachen. Ja, da müssen wir dann schon tatsächlich viel Glück auf da draußen. Eine andere Station. Und zwar lass mich mal schauen, wo war das? Das müsste bei den Teladi sein. Ich weiß, dass wir die Station schon entdeckt hatten. Wo war das denn nochmal? Halt Quatsch, nein, hier war das. Hier war das. Ich teleportiere mich mal ganz schnell hin, dann kann ich es schnell zeigen. Bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal gezeigt habe. War das hier? Ich grüße Sie. Nein, das war's nicht. Moment, wo war das denn? Lass mich mal kurz überlegen. Ich weiß, dass... War das hier? Das war hier, oder? Also ich weiß auf jeden Fall, dass es eine erreiche System. Entscheidung. Hatikva. Oh Gott, wie heißen die? Moment. Fraktionen. Freiliga von Hatikva. Ja. Von denen müsste das sein. Soweit ich mich erinnere, halt, Moment, da war noch richtig, hier, komm. Guten Tag, schön Sie zu sehen, Freund. So, genau, diese Produktion hier, über diese Produktion hier können wir die Sachen herstellen, also... Meierstaub, die Raumkrautproduktion und auch Raumspritproduktion. Grund, warum will ich das machen? Relativ simpel. Diese drei Produkte, die hier hergestellt werden, sind ein Schweinegeld wert. So muss man es einfach mal ausdrücken. Die sind richtig, richtig wertvoll. Ich kann das ja mal schnell zeigen. Enzyklopädie, Waren, Meierstaub, 466. Und man sieht hier mit relativ günstigen Sachen. Ja, das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr hohe Gewinnspanne. Ja, und dann haben wir die Raumkraut. Die brauchen nur die Sumpfpflanzengewürze und Energiezellen. Und den Raumsprit, wo wir Wasser und Weizen eigentlich nur brauchen. Energiezellen zähle ich jetzt mal nicht, weil die klatschen wir eher an jede Station dran und produzieren die selber. Und zwar passiv. Ja, und die Gewinnspannen bei diesen drei Produkten sind enorm. Und wir können die, oder beziehungsweise wir können mit diesen Produkten enorm viel Geld verdienen. Und ja, wenn wir die dann hier tatsächlich im
Sektor Nopileus Glück 6 dann aufbauen, dann bekommen wir hier nicht nur einen sehr zentralen Sektor, sondern wir bekommen auch tatsächlich einen Sektor, der uns oder der für uns sicher ist an der Stelle. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass uns hier irgendwie was passiert. Ja. Und dementsprechend lohnt sich das enorm. Wie gesagt, dafür werden wir hier so ein administratives Zentrum aufbauen. Dann verdienen wir da wirklich viel, viel Geld mit. So, und wir haben jetzt eine Mission, die wir am besten mal ganz schnell abschließen. Das geht nämlich sehr flott. Wir müssen nur kurz hier rüber teleportieren. Und zwar teleportiere zu. Ja. Teleportieren ist praktisch. Erreiche System. Dreieinigkeit. Na? So, jetzt. Wow, schon wieder. Ja, dieser Anzeigefehler ist immer, wenn wir gerade frisch auf eine Station teleportiert sind, dann muss das alles erst noch geladen werden. Das ist aber nur ein Anzeigefehler. Also, ich bin da nirgends durch irgendein Loch bisher gefallen. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Ja, ich weiß. Ja, Rang erhalten. Es stimmt uns höchst zufrieden, dass Sie diesem Weg gefolgt sind. Dies werden wir entsprechend honorieren. Geehrt und voller Stolz verleihe ich euch einen neuen Rang im großen Gottesreich von Paranid. Wie alle Ehren, die durch die Paraniden verliehen werden, gehen auch diese mit angemessenen Privilegien einher. Doch seid gewarnt, Verrat führt nicht nur zum Verlust eurer Privilegien, sondern auch zum Verlust eures Lebens. Da wir euch für würdig erachtet haben, glauben wir jedoch nicht, dass dies eintreten wird. Geht hinfort und erfreut euch an euren Belohnungen. Einige Organisationen in unserem Reich werden euch nach unserer Entscheidung vielleicht kontaktieren wollen. Fühlt euch gesegnet und setzt eure ehrbare Reise fort. Mögen die heiligen Flammen euch den Weg weisen. Gute Reise. Ja, vielen Dank. Das gefällt mir. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Wie sieht es hier mit den Lizenzen aus? Die Polizeilizenz haben wir schon. Und das würde 12 Millionen kosten. Ich habe schon mal, glaube ich, gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwo und irgendwann diese Handelsabonnements tatsächlich kaufen werde. Die liefern uns, soweit ich das weiß, einfach nur die aktuellen Preise an allen Stationen, die zu dieser Fraktion gehören. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Moment, warum laufe ich hier eigentlich rum? Wir können doch, oder wir müssen sogar teleportieren. So, schauen wir mal. Wo ist mein Schiff? Ach so, ja, stimmt, das ist versenkt. Teleportiere zu. Erreiche System. So. Sehr schön. Dann schauen wir mal, ob wir hier mal unser... Ach so, wo kann ich hier... zum Dock rufen. So, jetzt können wir uns das mal hier aus der Nähe anschauen, wie das aussieht. Sehr schön. So. Lass mich mal da hinsitzen. Gut, dann würde ich sagen, docken wir mal ab. Ich will... Nein, ich will nicht andocken. Lass mich hier weg. So.
Das ist unsere Station. Wird gerade das Pier für die L- und XL-Schiffe gebaut. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja, hier haben wir inzwischen das zweite Dock fertig. Ja, wir haben hier noch gar keinen so genauen Blick tatsächlich drauf geworfen. Sieht schon klasse aus. Andocken abgebrochen. So. Andocken abgebrochen. Gut, ich würde sagen, bevor wir weiterfliegen, schauen wir noch mal, wie es aussieht hier. Wir sind hier bei 'Sachen hin, die ich hier angebaut habe. Habe ich die nicht gespeichert? Kopieren. Ach so. Kopiere Modul. Ihre Modul. Kopiere Modul. Kopiere Modul und kopiere Modul. Das war nicht die Stelle, wo ich es hinhaben wollte. Ups. So, dahin. Sehr schön, dann Antriebsteile und Antriebsteile. So, und dann nehmen wir das hier nochmal, kopiere Modul und kopiere Modul. So, jetzt aber. Änderungen übernehmen. So. Jetzt müsste es aber da sein. Jawohl. So, das Dreierdock ist auf jeden Fall noch in der Produktion. Wird noch etwas weniger als 7 Minuten brauchen. Und ja, dann können wir hier den Rest tatsächlich produzieren. Aber das wird ein bisschen dauern. Das Wichtige ist, dass wir hier auf jeden Fall inzwischen hoffentlich ja, veredelte Metalle haben. Die Erzproduktion lässt noch ein bisschen auf sich warten. Da kommt aber demnächst was rein. Ja. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Hier werden schon die beiden Antriebsteile-Produktionen angezeigt. Und hier haben wir tatsächlich auch schon einiges auf Lager. Und unser Transporter ist schon auf dem Weg, hier diese 240 tatsächlich abzuholen und dann auch zu verkaufen. Das ist sehr gut. Ich behaupte mal, dass wir damit schon mal richtig, richtig gut Kohle machen. Aber das wird sich ganz sicher nochmal verbessern, wenn wir hier tatsächlich nochmal die beiden hier fertig haben. Beziehungsweise natürlich auch, wenn hier die Produktionszyklen immer schön durchlaufen. Erz bin ich ein bisschen überrascht, dass ich bisher noch so wenig Lagerbestände habe. Da hätte ich eigentlich jetzt erwartet, dass tatsächlich nicht nur unser Schiff hier Waren anliefert. Ja, hier liefert auf jeden Fall jemand anders. Wasserstoff. Das ist nicht unbedingt schlecht.
Ah, ich glaube, das läuft ganz gut. Da bin ich wirklich froh drüber. Die Station sollte auf jeden Fall... Momentan macht es zwar noch nicht unbedingt, aber die sollte bald tatsächlich in der Pluszone landen, was Gewinne betrifft. Denn, ja, billig war sie definitiv nicht. Aber das ist keine der Stationen. Aber gut, wir sind jetzt, glaube ich, lang genug hier unterwegs gewesen. Ich würde mir ganz gerne als nächstes tatsächlich mal diesen Sektor hier anschauen. Und zwar einfach, weil, wie ich schon gesagt habe, ich da bald eine Station aufbauen will. Und wenn wir da dann die illegalen Sachen produzieren, können sie alle bei uns einkaufen und wir verdienen eine goldene Nase dabei. Bin ich gespannt. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr lukrative Möglichkeiten. Ich muss übrigens mal schauen. Ich würde jetzt so langsam eigentlich auch ganz gerne mal die Habitate bauen. Was haben wir für einen Ruf aktuell bei den Argonen? Halt, da will ich hin. Bei den Argonen haben wir 26. Ich glaube, wir brauchen 30. Mit 30 dürften wir dann endlich Zugriff auf die Habitate von den Argonen bekommen. Und das bedeutet schon mal, dass wir dann die Habitate bauen können. Und die Habitate, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, bringen uns der Autopilot ist mal wieder voll daneben. Ja. Habitate können uns Arbeitskräfte auf der Station bringen. Und Arbeitskräfte, sag mal, stimmt's doch nicht. Das fliege ich einfach mal von oben drauf. Arbeitskräfte bringen uns Produktionsverbesserungen. Das heißt, mit dem gleichen Ressourcenaufwand produzieren wir tatsächlich dann mehr. Ja, wir haben also einen besseren Output für unsere Ressourcen, die wir einsetzen. Das heißt, im Prinzip kann jede unserer Stationen davon eigentlich nur profitieren. Ja, wobei ich jetzt dazu sagen muss, für unser HQ ist das wahrscheinlich nicht ganz so spannend. Ja, wir haben in unserem HQ ja bisher nur Energiezellen, die produziert werden. Aber auch da werde ich früher oder später tatsächlich noch weitere Produktionsmodule anschließen. Denn Energiezellen, wenn wir ganz ehrlich sind, ist natürlich nicht so ganz der Bringer. Damit verdienen wir keine Millionen. Beziehungsweise gut, inzwischen vermutlich haben wir schon mehrere Millionen damit verdient im Laufe der Zeit, die wir hier spielen. Aber insgesamt gesehen, ja, ist da definitiv einiges an Potenzial noch mit drin. Ja, und das müssen wir natürlich früher oder später auf jeden Fall ausschöpfen. Also müssen wir irgendwann da auch ein bisschen mehr als einfach nur Energiezellen produzieren. Wobei ich, muss ich schon sagen, an der Stelle auch gerne so, wie soll ich sagen, die Haupt-Energiezellenproduktion haben würde. Weil das ist auch ein relativ, ja, wie soll ich sagen, zentraler Sektor. Und dementsprechend macht an der Stelle tatsächlich auch Energiezellen zu verkaufen Sinn, weil Energiezellen braucht natürlich jeder. Ja, da ist momentan, wie es aussieht, nicht viel los. Ich fliege einfach mal hier in die Ecken. Dann können wir mal schauen, was wir da finden.
Wenn wir die Energiezellen dann erweitern um weitere Sachen, was wir da genau herstellen, weiß ich noch nicht. Ich hatte schon überlegt, ob wir da vielleicht nicht sogar einfach was relativ Simples machen, und zwar Nahrung und Medikamente. Weil, wie gesagt, relativ zentral, und mit dieser zentralen Lage könnten wir dann die umliegenden Sektoren auch ganz gut versorgen. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Standard falten. Wozu haben wir das denn definiert? Bei den Teladi sind wir schon auf 24. Wir werden beschossen. Wer? Bau 3. Müssen wir gleich mal schauen, ob das Schiff beschädigt wurde. Habe ich da gerade eine rote Meldung gesehen? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Haben die mein Schiff zerstört? Das wäre jetzt nicht ganz so nett. Ein Loot. Bau 3. Ja. Die haben meinen Bau 3 abgeschossen. Das finde ich jetzt nicht so optimal. Warum steht der hier schon wieder still? Oh je. Verbleibende Fracht nach Aufträgen. Ist das dein Problem? Der hier auch. Boah, ihr macht mich wahnsinnig, echt. Was hast du übrig? Moment, er macht was. Was macht er? Antimateriezellen, und was tut er? Ah, er verkauft die Antimateriezellen. Gut, dann müssen wir uns nicht drum kümmern. Und du hast was übrig? Das waren, glaube ich, Energiezellen, oder? Da wollte ich hin. Energiezellen, genau. Warten wir mal. Das wirst du sicher auch irgendwann verkaufen. Hoffe ich zumindest. Moment, wie sieht's mit dem Training aus? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das,
Bei den Entscheidenden ist er jeweils 2 und der hier. Ah, jetzt ist er auch aktiv. Hat 3 und 2. Ich würde irgendwo gerne sehen, wie er tatsächlich Fortschritt macht. Das wäre nicht schlecht. Können wir hier aber leider nicht sehen, soweit ich weiß. Das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube immer noch tatsächlich, dass das irgendwie auch verbuggt ist, weil wir haben ja teilweise uralte Schiffe. Wie hier jetzt zum Beispiel den T-Bau 1. Das ist ja eines meiner ersten Schiffe gewesen, die ich gekauft habe. Ja, und hier haben wir... Also eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass nach der langen Zeit der Pilot 5 Sterne hat. Tatsächlich hat er 3. Ja, also weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Und ich kaufe jetzt mal einen neuen Bau 3. Ich habe ein Schiff selektiert. Kaufen. Merkur. Schwere Standardkonfiguration. Geschütztürme sind Strahlen. Das ist gut. Ja, das lasse ich mal. Wir müssen da inzwischen nicht mehr so drauf achten. Und... ja, hier... ich will jetzt nicht übertreiben, aber ein bisschen was lassen wir ihm tatsächlich, falls wir es mal brauchen. Schade, das nicht. Marines brauchst du keine, du willst nur Servicemannschaft haben. Und dann bestellen wir den mal. Es ist echt ärgerlich, dass wir hier T-Bau 3 verloren haben. Und wenn es jetzt schlecht läuft, dann haben wir bei dem einen schrottigen Piloten, mit dem wir nichts anfangen können. Der hier hat ja 3 Sterne, der hier hat 4 Sterne. Und der hier hat auch 3 Sterne. So, dann hoffe ich mal, dass der hier auch 3 Sterne bekommt. Aber das werden wir uns tatsächlich erst in der nächsten Folge anschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal.